Orangen. Retrospektive. Studio Lausen lädt ein. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Retrospektive. Studio Lausen lädt ein. Ich hole jetzt Robert Kroll ab. Robert ist Diplomwissenschaftler, Heilpraktiker und Coach. Los geht's! Moin Robert, na? Ja. Grüß dich. Alles gut? Alles gut, bei dir? Ja, ein bisschen Moin. Frisch draußen. Ja, ist kalt, ne? Ja. Schön, dass du da bist, im warmen Auto. Freut mich auch, schön warm. Schön warm. Ich habe dich gerade schon angekündigt, Robert Kroll, Heilpraktiker, Diplom-Sportwissenschaftler und Coach. Genau. Du bist jetzt hier zu mir ins Auto gestiegen. Wo fahren wir denn hin? Wir fahren jetzt nach Bötersheim. Wo ist Bötersheim? Bötersheim ist von Hamburg, also ungefähr 30, 40 Minuten weg, südlich Richtung Bremen und auf dem Land. Mhm. Ganz schönes, kleines Dorf im Grünen. Okay. Und gibt es da was Besonderes? Ja, das ist, irgendwie fühlt man sich da ganz, ganz wohl. Es ist, oder ich auf jeden Fall, ist ganz viel, ja, so eine kleine Quelle ist da, Wasser, Teich, schöne kleine Häuser, ganz ruhig, gemütlich, Wald, ja, also alles, wo man sich halt irgendwie wohlfühlt. Hast du da mal gewohnt, gelebt oder woher kennst du das? Woher ich das kenne, ja, das ist, in der Nähe bin ich aufgewachsen, also in Toschstedt bin ich ja quasi aufgewachsen, in Buchholz in der Nordheide geboren, okay. Das ist so relativ in der Nähe von Bötersheim, aber Toschstedt ist jetzt, finde ich, relativ hässlich. Würde ich jetzt mal so sagen. Okay. Und da fahren wir nicht hin, ne? Nee. Okay, und sehr schön. Buchholz in der Nordheide ist, ist auch nicht so besonders schön. Und Bötersheim ist da wirklich so, ja, ganz toller Ort. Geradeaus jetzt. Okay. Der wirklich da raussticht, würde ich mal sagen. Ja. Wie hast du den denn, wie bist du auf den gekommen? Kannst du dich erinnern, wann du das erste Mal da warst, oder? Also ich war da war ich relativ klein und ich fand das immer total faszinierend für mich dann als Kind schon zu sehen, diese Quelle im Wald, also dass da links jetzt, dass da Wasser, irgendwie frisches Wasser aus der Erde sprudelt, das fand ich irgendwie total faszinierend schon immer. Ja. Und da habe ich dann auch als Kind schon so gestanden und mir das angeguckt und dann auch so ein bisschen mit dem Ast in der Quelle rumgestochert und so und fand ich immer irgendwie schön. Und so bin ich da immer relativ, geradeaus. Okay, danke. Relativ häufig da, dahin gefahren dann oder hin mit dem Fahrrad oder auch später, jetzt auch noch, ne, dass ich da öfter ab und zu, hinfahre. Okay. Und es mir gut gehen lasse, also im Wald spazieren, in die Quelle gehen. Ein kleiner Dorfkrug ist da, wo man eine sehr gute Buchweizentorte essen kann. Okay. Da. Genau. Buchweizentorte, schmeckt sowas? Ja, das ist super. Okay. Also das ist ja im Grunde genommen eine Spezialität und eine Delikatesse der Lüneburger Heide, würde ich sagen. Buchweizentorte. Okay, nie gehört. Das ist ja hier in der Gegend auch so, ist ja nicht weit, die Lüneburger Heide. Und auf den Höfen gibt es da schöne Buchweizentorte. Das machen die auch, selbstgemacht alles. Auch andere Kuchen natürlich, Butterkuchen oder Kirschtorte oder was auch immer. Ich krieg gleich Hunger. Ja, habe ich auch schon. Genau. Okay. Und ist ja jetzt auch schon so, wenn man jetzt dahin fährt, sieht man das finde ich, ist schon total schön. Also man sieht ein bisschen Wald, man hat das Feld, so weiten Blick, das ist total toll. Ja. Gut, bin gespannt. Ja, gucken wir mal. Ne? Bötersheim, ich habe das nie vorher gehört.
ja, ist ja jetzt auch nicht so bekannt. Richtig. Oder da pilgern ja jetzt auch keine Touristen hin, zum Glück. Da hat man so ein bisschen seine Ruhe. Ne? Okay. Aber das möchtest du dann auch, ne? Wenn ja. du da hinfährst, dann möchtest du auch deine Ruhe haben. Ja, genau. Okay. Ja, das ist, merkt man jetzt schon halt, wenn man jetzt hier lang fährt. Ja, sind nicht viele Autos, nicht viele Stimmt. Menschen. Das weite Felder, Wald, ganz viel Wald. Man kommt schon zur Ruhe, das ist immer ein krasser Unterschied zur Großstadt Hamburg halt, ne? Das ist schon, du wohnst in Hamburg, ne? Ja, genau. Okay. Und dann, das ist schon ein extremer Unterschied, würde ich sagen, ja. Vielleicht können wir uns später noch darüber unterhalten, was du eigentlich in Hamburg so machst. Ja. Ne? Ist ja, glaube ich, ganz spannend. Ja, können wir mal geradeaus gehen. Geradeaus, genau. Und jetzt schauen wir erstmal ins ruhige, friedliche Bötersheim. Genau. Da fahren nicht so viele Autos täglich rein. Ist auch im Grunde genommen kein Durchgangs-, also keine Durchgangsstraße. Also man fährt jetzt nach, kommt jetzt nach Bötersheim rein. Genau, jetzt sehen wir das Ortsschild hier. Das Ortsschild, genau. Und dann geht es im Grunde genommen auch nicht weiter. Also man muss dann irgendwie wenden und dann auch hier wieder rausfahren. Okay. Ja. Das heißt, wir suchen uns jetzt einen Parkplatz. Genau. Und dann sehen wir uns wieder. Vielleicht an der Quelle oder im Wald. Schauen wir mal dann. Bis gleich. Das ist die Quelle? Das ist die Quelle jetzt, okay. Ja. Genau. Kommt. Also ist jetzt keine, was weiß ich, eine riesige brodelnde Quelle, aber es ist, es kommt Wasser halt. Das kommt direkt so aus der Erde, ne? Direkt also aus der Erde, ja. So ganz, ganz sanft, man sieht. Total, ist jetzt sanft, aber es kommt langsam und stetig, kommt Wasser raus und das fließt jetzt hier runter und dann geht das zum anderen Fluss, kommt es dazu. Ja, okay. Die Äste, glaube ich, ist okay, das ja, genau. Okay, ja, habe ich auf der Karte gesehen. Ja. Ja. Und ich weiß nicht, kann man das Wasser trinken? Es sieht klar aus, aber... Ja, also es ist klares Wasser, man kann das sehr gut trinken. Aber es ist sehr eisenhaltig. Okay. Es ist sehr eisenhaltig. Man sieht das auch hier. Stimmt. Die lagert sich so viel, ist ein bisschen so Rostfarbe. Ja, so hellrötlich, ne? Ja, genau. Mhm. Ja. Nee, aber das ist... so ist die Quelle. Aber ich finde es halt, wie gesagt, immer faszinierend, weil man... Ich kann das gar nicht glauben, ich weiß auch gar nicht, wie es funktioniert, dass einfach frisches Wasser... aus der Erde kommt. Halt. Und vor allen Dingen von alleine, es wird nicht hochgepumpt, ne? Es wird nicht ausgegraben, genau. Oder so, sondern es kommt von alleine hoch. Ne? Genau. Ich glaube, das nennt man dann irgendwie Artesa-Quelle, okay. Wenn das so von alleine aussieht. Okay. Ja, das okay. Weiß ich jetzt nicht, wusste ich nicht. Aber wie gesagt, ich finde das, ja, das ist wie so ein Wunder der Natur. Ne? Und du bist ab und zu hier? Und also was machst du denn? Sitzt du hier, wenn es ein bisschen wärmer ist, guckst du dann? Ja? Häufig bin ich, wenn schönes Wetter ist, ne, am Wochenende. Ja, und dann fahre ich hier hin, also in Abständen immer, wenn ich Lust dazu habe. Okay. Und dann gehe ich hier eigentlich immer ein Stück in den Wald rein, an der Quelle vorbei, gucke ein bisschen. Aha. Und dann gehe ich häufig noch ein bisschen weiter in den Wald und dann finde ich das immer irgendwie ganz beruhigend. Okay. Ja. Robert, du hast vorhin im Auto ja erzählt, dass du in Hamburg lebst und arbeitest. Was machst du da? Magst du ein bisschen darüber erzählen? Ja, ich habe da eine Praxis. Als Heilpraktiker bin ich tätig und bin schon länger als Heilpraktiker tätig. Auch zuerst hatte ich eine Praxis alleine. Mhm. Und dann ist mir auch ein bisschen aufgefallen, dass es auch ganz nett ist, mit anderen zusammen was zu machen. Also das heißt nicht arbeiten zusammen, aber dass man wenigstens ein bisschen drumherum anderen Input bekommt oder mal Pause machen, ein bisschen erzählen kann. Und da bin ich jetzt in der Gemeinschaftspraxis tätig. Sind da andere Heilpraktiker oder wie seid ihr aufgestellt? Ja, es ist eigentlich so, eine Heilpraktikerin noch, dann ist eine Osteopathin, eine Chiropraktikerin und dann an sich ist es ein Physio-Team, also Physiotherapeuten viele. Und so bieten wir eigentlich viel an, aber mein Schwerpunkt ist, ich habe mich spezialisiert auf Tinnitus, Schwindel, Schwerhörigkeit, Morbus Meniere-Behandlung und sowas. Okay, genau. Und das als Heilpraktiker? Und das als Heilpraktiker, interessant. Genau. Interessant, ja. Das ist ja eigentlich was man so kennt, dass das schulmedizinisch behandelt wird. Genau. So, ne? Also ich denke mal, normalerweise ist es auch der Gang, den die meisten kennen, halt, ich habe Tinnitus oder ich habe Schwindel, ich gehe zum HNO-Arzt und werde da behandelt. Also es ist eigentlich
machen, denke ich, nicht besonders viele Heilpraktiker. Also gerade Spezialisierung. Ne? Es genau, gibt so die, allgemein so kleine die das Sachen, mitmachen, ne? Die das mitmachen, kenne ich auch, genau. Aber nicht so im Speziellen. Genau. Ja. Magst du erzählen, wie es dazu kam, dass du dich auf so ein komplexes und auch sehr, ja, dass du dich so hoch spezialisiert hast als Naturheilkundler auf dieses Thema Ohr letztendlich, nur Ohr-Tinnitus und alle Probleme, die damit mit dem Ohr zusammenhängen können. Magst du ein bisschen darüber erzählen? Ja, können wir gerne machen. Was Gut. hältst du davon, wenn wir, ist ein bisschen kalt, ein bisschen frisch hier. Ja, es ist durchaus frisch wir, heute, wenn ja. wir das vielleicht im Dorfkrug hier machen. Im Dorfkrug. Wir ein schönes Törtchen und dann... Die Buchweizen-Torte, von der du vorhin gesprochen genau. hast. Genau. Ja, cool. Sehr schön. Und so. Weiter erzählen. Und aufwärmen, ne? Genau. Wunderbar. Ja. Lass uns das machen. Ja. Okay. Super. Aufwärmen ist wohl nichts heute, ne? Nee, heute bleibt es kalt, denke ich. Ja, leider ist es voll. Ja, ne? Also geh mal in den Garten. Genau. Okay. Ja, Robert, du hast uns ja vorhin versprochen, ein bisschen was zu erzählen darüber, wie es dazu kam, dass du dich als Heilpraktiker so spezialisiert hast. Ja. Vielleicht vorweg die Frage, wie kommt es überhaupt dazu oder wie kam es dazu, dass du Heilpraktiker geworden bist? Magst du ein bisschen was über deine Vergangenheit erzählen, deine berufliche Vergangenheit? Okay, ja. Ich habe, eigentlich war mein Weg immer, oder früher, ich habe sehr früh Tennis gespielt, bin da so reingerutscht in den Leistungssport und also habe irgendwann relativ früh mit 10, 12 Jahren schon jeden Tag Tennistraining gehabt, Tennis gespielt. Und Turniere und so kam es auch während der Schulzeit halt auch viel unterwegs gewesen, Nummer 1 in Deutschland gewesen in der Jugend und dann kam das so nach der Schule, dass ich dann eigentlich professionell Tennis gespielt habe. Wer hat dich so, trainiert? Also als du jünger warst, Teenager, als du angefangen hast? Ja, da gibt es dann immer so Kreistrainer, Bezirkstrainer, Verbandstrainer und okay. dann so war das eigentlich immer da zuständig und dann irgendwann im Verein, die Vereinstrainer, also wo man Bundesliga gespielt hat, halt dann auch in Rot-Weiß-Hagen oder beim Club an der Alster. Mhm. Und die haben dann, da habe ich dann trainiert und Training gehabt und dann bin ich dann gereist nach der Schulzeit. Und dann war ich so Top 500 in der Welt und dann war ich halt verletzt, habe mich verletzt und dann war so der Gedanke, was mache ich jetzt? Das war eigentlich, hatte ich mich damit noch nicht so auseinandergesetzt, was ich sonst beruflich machen könnte. Falls es mit dem Sport nicht weitergeht. Genau, nicht so wie andere Jugendliche vielleicht, die sich eigentlich während der Schulzeit schon immer so Gedanken machen. Das war bei mir nicht so. Und dann kam das relativ plötzlich mit der Verletzung. Und dann habe ich, dann wusste ich erstmal nicht. Dann habe ich aber, damals war ich Bundesliga gespielt, früher Blau-Weiß-Neuss. Und dann habe ich mit der Verletzung nicht mehr weiterspielen können. Und dann war ich in der Gegend, da hatte ich dann, habe ich gedacht, Mensch, naheliegend vielleicht Sport zu studieren. Okay. Habe ich Sport angefangen, so mit vielleicht Perspektive, ich mache vielleicht Sportpublizist oder sowas in der Richtung. Okay. Habe ich da Schwerpunkt auch gemacht und war dann in Köln und habe Sport studiert, bin dann Diplom-Sportwissenschaftler dann auch geworden. Okay. So, ja. Wie alt warst du da, als du fertig warst damit? Gut, ich habe ja 3 Jahre nach der Schulzeit, 19, 22, 28, 29 Jahre alt war ich dann okay. ungefähr. Da war ich fertig, genau. Okay, dann hast du also Studium in der Tasche gehabt. Genau. Und was kam dann als Phase? Was hast du dann gemacht nach dem Studium? Dann war es so, okay, was mache ich jetzt in der Richtung? Dann war es eigentlich so, dass ich Praktika machen musste für Studium im Publizistikbereich. Habe ich gemacht für NDR und für eine Zeitung. Fand ich dann aber dieser Sportjournalismus nicht mehr so ganz interessant. Warum nicht? Also was... war irgendwie, finde ich, ein bisschen oberflächlich. Oder war es mir zu oberflächlich, einfach Sportler okay. irgendwelche Fragen zu stellen. Und es ist auch irgendwie, wenn man nicht besonders nett ist zum Profisportler, dann sagt er auch, mit dir rede ich nicht und habe ich auch keine Lust mehr und so. Das war mir alles ein bisschen oberflächlich. Während des Studiums habe ich halt gemerkt, Mensch, das Medizinische, das gefällt mir ganz gut an dem Studium. Also das heißt, Laktatmessung machen, wie funktioniert das, was passiert da im Körper, dann auch okay. Die Anatomie, halt Knochen, Bänder, Gelenke, wie ist das aufgebaut,
das ist ja auch Teil des Studiums gewesen, und Traumatologie, also Sportverletzungen und Behandlung und so weiter. Und das fand ich sehr interessant. Und da kam dann so der Gedanke, Mensch, das ist echt super. Aber jetzt bin ich schon so alt, kann ich überhaupt noch Medizin studieren, in der Richtung was machen? Und dann bin ich halt, früher war ich häufiger in Behandlung auch beim Heilpraktiker. Der, als du noch Leistungssport gemacht hast? Genau, genau. Da hatte ich halt so Probleme mit Akne. Mit solchen Sachen, da konnte die Schulmedizin mir nicht helfen. Und dann war ich beim Heilpraktiker und das hat sehr gut angeschlagen. Auch die Therapien, die alternativen Therapien. Und da, deswegen war ich da schon so ein bisschen offener für Heilpraktiker und die Therapien. Und dann habe ich das erinnert und habe gesagt, Mensch, ja, wenn ich jetzt nicht also Medizin studiere, vielleicht dann doch Heilpraktiker, aber eine fundierte Ausbildung. Und so habe ich dann eine dreijährige Vollzeitausbildung dann begonnen. Ich glaube, das ist für die Heilpraktikerausbildung nicht selbstverständlich. Du kannst es auch 2 Jahre berufsbegleitend machen, also in Teilzeit sozusagen. Du hast dich für das volle Programm entschieden, also Vollzeit 3 Jahre. Ja, genau. Also häufig gibt es ja auch manche Heilpraktiker, die machen mal kurz irgendwie eine Prüfung oder lernen ein bisschen und machen das dann. Und das war schon relativ ausführlich, würde ich sagen. Ja. Also 3 Jahre und dann auch Ambulatorium, Gast quasi sein in der Praxis vom anderen Heilpraktiker, der etabliert ist. Und das auch lernen, auch so fundamentale Sachen, so Untersuchungstechniken, Spritzen auch und Infusionen und so weiter. Okay. Genau, das habe ich dann gemacht und danach dann auch gleich Assistenz in der Praxis weitergeführt, halt von renommierten Heilpraktiker so. Ja, und da auch super viele Ausbildungen gemacht, alles, was es so wirklich, was es so gab. Ja. Hast du denn in der Zeit überhaupt noch selber, also du warst ja Leistungssportler, hast du dann komplett aufgehört, als du die Ausbildung gemacht hast? Oder wie war dann dein Bezug zum Sport? Ja, also ich habe mir jetzt natürlich immer noch finanziert dann, also auch die Heilpraktikerausbildung, und dass ich dann halt selber nicht gejobbt habe in dem Sinne, sondern ich habe halt gearbeitet dann als Trainer, auch als Tennistrainer. Okay. So, und am Anfang war es noch so, dass ich Leute betreut habe, die auch professionell gespielt haben. Ja. Aber da war ich dann auch viel unterwegs. Und das war dann auch sehr anstrengend, sag ich mal. War auch eine Zeit, wo ich dann auch mit Hingis zum Beispiel unterwegs war. Tina Hingis, ja, kenne ich auch noch. Nummer 1 der Tenniswelt und so. Und erstmal aber viel unterwegs gewesen, und das war es halt auch nicht. Ich will eigentlich oder wollte ganz gerne auch an einem Ort sein und nicht ständig irgendwie hin und her jetten und irgendwo. Und dann habe ich eigentlich den Tennistrainer mehr so im Verein gemacht, aber mit Leistungssportlern habe ich das dann hauptsächlich auch dann im Hamburger Raum? Im Hamburger Raum mehr, regional. Okay. Genau. Und so habe ich mir das dann auch finanziert, halt, ne? Die Heilpraktikertätigkeit und Ausbildung, Fortbildung und so weiter. Ja. Okay. Genau. Ja. Als du dann fertig warst mit der Ausbildung, also wie alt warst du da? Nur, dass wir so einen Überblick bekommen. Ich glaube, da war ich so ungefähr 32 vielleicht. Also Anfang 30? Ja, genau, Anfang 30. Ne? Okay. Ja. Was hast du dann gemacht? Bist du, genau, du hast vorhin gesagt, Ambulatorium, du hast dann, genau, das assistiert. Du hast bei einem Heilpraktiker assistiert. Genau. In Schleswig-Holstein habe ich bei einem assistiert. Der hat sich so spezialisiert auf sensomotorische Therapie, also so. Was ist das? Spezielle Einlegesohlen hat er gemacht. Das heißt, die Rezeptoren der Fußmuskulatur werden stimuliert. Und so kann man einwirken mit der Sohle auf den ganzen Körper. Also das heißt, wenn die Nacken verspannt ist, kann ich über die Sohle eigentlich das regulieren, dass eine Entspannung in die Nackenmuskulatur kommt, dass das Rückenschmerzen halt auch verschwinden können. Über die Behandlung eigentlich, also der Fußmuskulatur. Fußmuskulatur, also mit der Sohle. Das fand ich super interessant. Und da habe ich dann auch eine Fortbildung gemacht. Also mehrjährig eigentlich da in dem Bereich, und das mache ich auch immer noch. Halt. Also das finde ich immer noch eine gute Therapie. Möglicherweise jetzt nicht mein Hauptthema, aber ist immer noch eine Sache. Zu deinem Hauptthema kommen wir gleich nochmal. Genau. Also es ist schon immer noch Teil, also der Praxistätigkeit auch. Ja, genau. Ja. Hast du uns vorhin im Auto erzählt, du warst dann selbstständig, also nach deiner Assistenzzeit hast du dich selbstständig gemacht als Heilpraktiker? Genau. Aber das sah wohl noch ganz anders aus, als wie du es heute machst. Genau, also es war so, war dann ganz euphorisch, habe gesagt, so Mensch, jetzt geht's los, Heilpraktiker. Habe ich dann alleine im Endeffekt Räumlichkeiten gemietet, das auch schön hergerichtet, war auch alles gut. Aber ich sag mal, ich hatte noch nicht so, ich habe so diese allgemeinen Therapiemöglichkeiten, die es als Heilpraktiker gibt. Sag mal Beispiele. Gemacht. Also ich habe Fortbildung gemacht in Chiropraktik natürlich, habe Infusionstherapien gemacht, Eigenblut.
Therapie habe ich gemacht, Ohrakupunktur habe ich gemacht. Ja, so was die Naturheilkunde hergibt, so, ne? Was sie alles so hergibt, mhm, genau. Und das habe ich so gemacht und dann so vor mich hin da in der Praxis, habe aber parallel, um das auch noch wieder alles zu finanzieren, weil Räumlichkeiten sind ja auch teuer, mhm, und alles, habe ich dann auch weiter, genau, Tennistraining gemacht und mir das halt so weiterfinanziert, also so zweigleisig gefahren. Ne? Wie lange hast du das dann gemacht, deine erste Selbstständigkeit als Heilpraktiker? Wie lange ging das? Also war das, lief das also an? Also im Grunde genommen lief das oder läuft bis heute durch, also es hat nie, war nie unterbrochen, okay, aber war natürlich immer mal mehr, mal weniger, mhm, würde ich sagen. So, und es war auch eine Zeit noch dazwischen, die gekommen ist, dass mir halt, dass es so ein bisschen so ein Schwenk noch kommt vom Tennis wieder. Ja, erzähl mal. Erzähl was über den Schwenk. Genau. Dass das im Grunde genommen, ja, dass mir dann halt so eine Anlage, Tennisanlage angeboten wurde, relativ günstig, sage ich mal. Ich habe mit einem Kollegen zusammengearbeitet, wir haben Leistungskids trainiert und da war halt die Möglichkeit, Mensch, Anlage übernehmen, mhm, und dann hat man ein eigener Herr, kann das, muss dann nicht immer mit Plätzen, mhm, gucken, kann alles organisieren, machen. Ja, und das dann zu tun und dann auch die Heilpraktikertätigkeit im Grunde genommen auf die Anlage zu schieben. Das heißt, du hast deine Praxis dann aufgegeben da vor Ort, ja, und vor hast Ort, die in die Anlage, Tennisanlage geholt. Genau, genau. Okay. Und dann, das war aber dann letztendlich dann doch relativ viel, ne, weil klingt Tennisanlage so, ja, leiten, Mitglieder betreuen, Mitglieder Neugewinnung, Tennis-Leistungstraining machen und auch so. Ach, du hast selber dann auch noch als Trainer, als Leiter der Anlage, ja, oder als Mitleiter, hast du noch selber auch noch trainiert? Ja. Auch noch. Genau. Ja. Und das war alles ein bisschen viel soweit. Und ja, so ist das dann ja auch gekommen, dass das dann so eigentlich im Grunde genommen ein körperlicher Zusammenbruch dann schon da war. Und dass es dann eigentlich eine komplette Neuorientierung gab. Ja. Okay. Genau. Magst du ein bisschen was darüber erzählen? Also es klingt so durch, dass du dich da, weiß nicht, war das zu viel, du hast dich übernommen, zu viel Stress, also wie... Ja, es war im Grunde genommen dann schon, ich habe eigentlich was gemacht, was ich nie machen wollte, mich da irgendwie verschulden und Kredite aufnehmen und irgendwas finanzieren. Das habe ich dann gemacht, das war immer eigentlich psychischer Druck. Okay. Und Kredite zurückzuzahlen und wollte ich eigentlich nie. Und ich bin auch so... würde ich sagen, es ist auch dieses Tennisanlage-Leiden insgesamt ist auch überhaupt nicht mein Ding im Grunde genommen. Also ich würde sagen, auch Tennistraining bedingt habe ich gemacht, aber es ist nicht so hundertprozentig das, wo ich dann ja, hintergestanden habe. So, und okay, wo ich mir auch nicht vorstellen konnte, das mache ich jetzt mein Leben lang. Mhm. Das war ja dann auch die Frage, gehe ich da jetzt noch weiter voll rein oder mache ich wirklich was anderes, wo ich auch total und voll dahinter stehe. So, okay. Ja. Du hast dich dann fürs Zweite entschieden oder also ja, das heißt, es ging irgendwann nicht mehr weiter, ja, so körperlich, ja, vorhin erwähnt, ja, körperlicher Zusammenbruch, ja, ja, genau, also ich war dann, ja, kann man schon sagen, mir ging es halt nicht so gut, die Bank so die, bisschen, löst, ne? Die löst sich so, ja, langsam auf, genau, ja, wollen wir einmal kurz einen Cut machen, weil ich sehe, dass sie, ja, da aus den Fugen gerät, ja, dann machen wir einmal kurz einen Cut. Okay, wir sind wieder zurück, wir mussten hier den Zusammenbruch der maroden, ja, Holzbank verhindern, genau. Wir waren dabei stehen geblieben, du hast gesagt, dass du körperlich dann nicht mehr konntest, mit Leitung von dem Tennisclub, ja, selber Trainings geben, als Heilpraktiker auch noch arbeiten. Mhm. Wie hast du das gemerkt, dass dein Körper streikte? Also ich war schon ziemlich überreizt, würde ich sagen. Das war mir noch nicht so bewusst, dass ich halt schon relativ so am Limit war. Gemerkt habe ich als Letztes, dass ich dann sehr lärmempfindlich geworden bin. Also die hat auch meine Ohren geschlagen. War im Restaurant, habe so Sachen verzerrt gehört, habe Tinnitus. Ich habe schon länger Tinnitus und Tinnitus ist sehr laut geworden. Und plötzlich dann? Ja, relativ plötzlich. Und wie gesagt, halt so eine Hyperakusis nennt man das, eine Lärmempfindlichkeit. Und auch eine Dysakusis, das ist dann diese Hörverzerrung. Okay. Halt. Und das war ziemlich massiv und das war auch so, dass man das eigentlich, das konnte ich nicht aushalten. So, ja. Okay, das heißt, du konntest damit nicht mehr arbeiten gehen? Oder ja, ich konnte damit eigentlich nicht mehr arbeiten. Ich konnte eigentlich nirgendwo hingehen, wo es etwas lauter war. Jetzt so hier wäre es super gewesen, aber ja, in der Stadt halt mit Lärm, schön in Hamburg, Fußbüttler Straße. Irgendwas im Café, das wäre nicht gegangen, ja. Was hast du denn dann gemacht? Weil du warst ja komplett selbstständig. Du warst ja auch auf deinen Körper angewiesen. Da ist ja keiner, der Krankengeld zahlt. Ja. Was hast du dann gemacht, als du nicht mehr arbeiten konntest?
Ja, also es ist natürlich schon so, dass ich versichert bin, also okay. mich auch als Selbstständiger versichert habe, dass okay. ich eine Krankenversicherung habe, wo ich dann Krankentagegeld bekommen habe, also wo man das so bedingt halt ein bisschen finanziert okay. bekommen hat und wo ich dann auch, war ich in der Klinik für Stressmedizin, okay. dass ich dann lerne, mich zu entspannen und so weiter, das habe ich dann halt gemacht. Also, okay. Ja, genau. Hat das funktioniert, hat das geholfen? Also es hat im Grunde genommen, dass ich so ein bisschen ruhiger geworden bin, ja. Mhm. Aber die eigentliche Problematik oder Thematik halt vom Tinnitus und von der Dysakusis, Hyperakusis hat nichts gebracht. Nee. Okay. Gar nicht. Was hast du dann gemacht? Das heißt, du hast gemerkt, du kannst vielleicht ein bisschen mit dem Stress umgehen, ja. aber das eigentliche Problem Tinnitus weiter besteht. Ja. Was hast du gemacht? Also es ist halt so, dass ich Tinnitus insgesamt halt schon seit meinem 15. Lebensjahr habe. Das ist das aufgetreten halt mit durch ein Konzert. Okay. Habe ich halt ein Lärmtrauma erlitten. Ah, okay. Mhm. Und damals wurden Infusionen gemacht, durchblutungsfördernde Mittel und so weiter. Es ist dann besser geworden, es ist so ein Rest-Tinnitus geblieben. Mit dem konnte ich dann so ganz gut leben. Ist dann halt, gab es nochmal eine Phase Anfang 20, wo er etwas lauter geworden ist. Ja. Wo es dann wieder sehr unangenehm war, wo ich dann hyperbare Sauerstofftherapie gemacht habe, auch Akupunktur und so weiter und so fort, alles Mögliche. Aber es hat nichts gebracht mehr. Also der Tinnitus ist eigentlich schlimmer geblieben und jetzt war dann das Letzte halt vor ein paar Jahren, was ich gerade erzählt habe. Die Steigerung nochmal. Eine Steigerung hoch, wo ich dann auch gesagt habe, Mensch, damit kann ich nicht leben. Das geht einfach nicht, das halte ich nicht aus. So, da gibt es auch nicht mehr dieses, oh ja, Sie müssen damit leben, so die gängigen Therapien, Formen, die es dann gibt, damit leben lernen, das ging einfach nicht, es war zu extrem. Okay. Ja. Und da habe ich natürlich alles nochmal gesucht, was man machen kann, damit es Linderung gibt und damit es Verbesserung gibt. Also auch traditionelle chinesische Medizin gemacht, natürlich in dieser Klinik für Stressmedizin so ein bisschen zur Ruhe kommen und so weiter. Ich habe auch SE-Therapie gemacht, das ist eine Form von Körpertherapie, die sehr viel gebracht hat, definitiv, also Thematiken, die im Körper gespeichert sind, dass die halt wirklich gelöst werden, habe ich auch gemerkt, dass ich mich viel verändert habe, aber Tinnitus selber hat sich nicht verändert. Okay. Und dann sage ich mal, im letzten Ausweg, wo ich eigentlich dann so völlig am Resignieren war, schon so, es bringt alles nicht, es geht nicht weiter, so kann ich einfach gar nicht existieren. So kann ich auch nicht wieder arbeiten gehen oder irgendwas machen, das funktioniert alles nicht. Habe ich dann im Internet einfach eine Anzeige gesehen, Lasertherapie bei Tinnitus. So. Mhm. Das war eine Seite von Dr. Wilden halt, der das aufgebracht hat, der das schon seit Jahrzehnten, glaube ich 20 Jahre macht das bestimmt. Mhm. Das heißt, du hast einfach nochmal gegoogelt, ganz muss man sagen, ganz schlicht normal gegoogelt und da habe ich das dann gefunden. Das ist sehr informativ, die Texte gewesen, woraufhin ich dann sofort angerufen habe. Bei dem Dr. Wilden oder wo? Genau, okay. Ihn sofort eigentlich auch persönlich erreicht habe, gesprochen habe, wir uns ausgetauscht haben, wo mir das sehr plausibel erschien. Es gibt noch seinen Sohn, der in Deutschland halt praktiziert, der das auch macht, mit dem habe ich auch gesprochen. Okay. Und dann war das halt nur, weil Dr. Wilden praktiziert auf Ibiza, sein Sohn praktiziert in Baden-Baden, wo ich dann gesagt habe, ja, den fahre ich lieber zu dem Sohn. Einfach etwas naheliegender. Kürzer, ne? Etwas naheliegender. Mhm. Und mach das jetzt, weil eine andere Möglichkeit bleibt mir eigentlich nicht. Ja. Und so habe ich das dann gemacht. 10 Sitzungen Lasertherapie bei Herrn Kaiser in Baden-Baden gemacht. Und daraufhin habe ich zum ersten Mal bei einer Therapie, was Tinnitus betrifft, gemerkt, dass was passiert. So. Seit ich Tinnitus eigentlich habe mit 15. Lebensjahr. Also, dass du eine Behandlung erfährst, wo du merkst, das bringt was. Nach der Behandlung wird was besser, es tut sich was. Genau. Wie ging es denn dir damit? War das nicht ein Freudentag? Also ich stelle mir das sehr... Ja, es war natürlich freudig. Es ist natürlich so, dass es nicht so war, dass ich gelasert wurde und es wurde alles gut und leise. Ja. Ich habe halt nur gemerkt, wenn ich laser, dann passiert was. Das heißt, der Tinnitus bewegt sich, verändert sich in den Tönen. Und das ist aber so, wie es eigentlich auch von Dr. Wilden beschrieben wurde, in Berichten, dass einfach es auch sein kann, dass was lauter wird, dass sich was verändert, dass die Frequenzen sich verändern, dass was in Bewegung kommt. Okay. Dass es aber mit der Zeit halt sich auch beruhigt und was es dann auch bei mir getan hat. So, okay. Ja. Also magst du ganz kurz was drüber erzählen, wenn du sagst, so Lasertherapie, wie ist das Lasern, die da ins Ohr rein oder wie...
Also wie kann man sich das vorstellen? Ja, es ist im Grunde genommen, ist das Laser, gibt es ja viele Formen und Arten. Genau. In dieser Laserpointer bis zu hin starken Industrielasern. Also das ist schon ein großer Laser, ein starker Laser, wo wirklich viel Joule eigentlich pro Quadratzentimeter rauskommt, sag ich mal, verdichtetes Licht. Das ist Licht aus dem roten, infraroten Bereich. Das heißt, damit verbrennt man nichts oder macht nichts kaputt oder so. Oder lasert irgendwas weg, wie in der Augenmedizin. Sondern es ist einfach, dass man dieses Licht im Grunde um die Zellen versorgt mit Energie. So. Okay. Und dadurch, dass man einen großen, starken Laser hat, kommt auch relativ weit ins Gewebe rein, also auch zum Innenohr in dem Fall. Da, wo der Tinnitus quasi sitzt, da, kann man so sagen. Der Tinnitus sitzt, genau, also in den Hörzellen im Innenohr, richtig, genau. Ja. So, und du hast dann bei dem, wie ist der Herrn Kaiser in Baden-Baden, Sitzung gemacht, hast dich lasern lassen, 10-mal hast du, glaube ich, gesagt. Genau. Dann hast du gemerkt, oh, irgendwas tut sich, es bewegt sich was. Genau, und das war für mich schon so super, dass ich irgendwie gedacht habe, Mensch, ich kann natürlich jetzt weiter zu Herrn Kaiser hinfahren und mich weiter behandeln lassen, Folgetherapien und so weiter, aber ich habe dann gesagt, Mensch, da passiert was, dann kann ich mir auch so ein Gerät kaufen, kann das für mich machen und wenn es wirklich gut funktioniert, dann kann ich das auch anbieten für andere Patienten, weil das einfach wichtig ist, dass schlagen andere wir, das genau. erfahren. Ja. Schlagen wir langsam den Bogen dazu, du bietest das ja heutzutage selber als Therapie an. Aber die Wurzeln liegen darin, dass du selber dieses ganze Leiden von, ich sag mal, A bis Z komplett durchlaufen hast. Das Leiden eines Tinnitus-Erkrankten oder an Tinnitus-Erkrankten. Ja, also ich habe ja mittlerweile, ich habe eine Assistenz gemacht bei Herrn Kaiser in der Praxis selber. Da habe ich viele Patienten kennengelernt und betreut und behandelt, auch mit ihm zusammen. Und jetzt in der Praxis mittlerweile viele kennengelernt. Das heißt, es gibt viele Menschen auch in Deutschland oder auch auf dieser Welt, die eigentlich ähnliche Probleme haben oder hatten wie ich. Ja. Und die unglaubliches Leid haben, so, und denen im Grunde genommen vermittelt wird, ja, es ist psychisch und sie müssen halt letztendlich damit leben. So. Und das ist aber ab einem bestimmten Punkt nicht mehr möglich. Und das ist vielen Menschen, die sowas nie hatten, nicht bewusst oder die können das nicht verstehen. Aber es ist so. Und ich kann das natürlich sehr gut nachvollziehen und nachempfinden. Und und ist mir eigentlich natürlich ein Anliegen, ja, dass es den Leuten, dass denen auch geholfen wird und dass da auch ein Verständnis da ist, so in dem Bereich, ja. Na und du hast vor allen Dingen ja auch ein Mittel zur Hand, dass das dann funktioniert, wie du selber erfahren hast. Genau, ich habe was im Grunde genommen, ja, das funktioniert bei Tinnitus, es funktioniert auch bei Schwindel, bei Morbus Minier zum Beispiel, Drehschwindel. Genau, das funktioniert, da kann man wirklich was tun, so. Ja, definitiv. Ja, und das kann ich halt auch nur Menschen im Grunde genommen ans Herz legen, dass, ja, in der Richtung, wenn es von woanders Seite keine Hilfen gibt, das, ja, in Angriff zu nehmen. Und nicht damit zu leben. So. Ja. Ja. Wie geht es dir selber mit deinem Tinnitus heutzutage? Also du hast dich ja natürlich auch viel behandeln lassen und dich auch selber behandelt. Ja. Ne? Du hast dir einen Laser zugelegt, wie ich weiß. Genau. Ja, genau. Und wird sich das bei dir bis heute verändern? Genau. Wie ist der aktuelle Stand sozusagen? Ja, also man kann jetzt so sagen, also man kann immer ein Audiogramm machen. Audiogramm heißt halt, wie ist meine Hörqualität von den Hörzellen, von Tiefton bis Hochton kann man das durchmessen. Da habe ich natürlich meine Anfangszeit, wo es ganz schlimm war, gemessen. Und jetzt, wenn ich jetzt messe, das heißt erstmal meine Hörleistung hat sich teilweise in manchen Bereichen bis zu 40 Dezibel verbessert. Okay, so. Also quasi bis zu 40 Dezibel objektiv belegbar sozusagen, belegbar gemessen, kann man sagen. So, ne? Das ist das Erste. So, ne? Jetzt ist natürlich ist ein Zusammenhang zwischen Hörqualität, Hörleistung der Hörzelle und auch Tinnitus. Das heißt, wenn ich wirklich eine gute Hörleistung habe, habe ich auch kein Tinnitus. Und so ist auch mit der Zeit, ist mein Tinnitus durch die bessere Hörleistung, hat der auch abgenommen. Das heißt, ich habe keine Hörverzerrung mehr, keine Dysakusis mehr. Die Hörlärmempfindlichkeit ist stark zurückgegangen. Mhm. Das heißt, jetzt ist es natürlich schon so, dass meine Hörleistung so gut ist, dass ich natürlich schon so haben, so boah, jetzt hier in der Stadt, da Restaurant, so laut muss ich haben. Das heißt, da ist auch eine Lärmempfindlichkeit, ist aber anders. Also jetzt bin ich bewusster, einfach, dass ich einfach sage, weil du besser hörst. Ja, es ist mir einfach zu laut. Sag ich, das ist einfach krank, das muss ich jetzt nicht haben. Ja. So, das hat sich verändert. Also würde ich sagen, die Lärmempfindlichkeit ist definitiv auch wesentlich besser oder ist nicht mehr da. Mhm. Und Tinnitus wesentlich ruhiger geworden. Okay. So. Ja, er ist nicht weg, das ist er noch nicht.
Aber ich bin auch noch, würde ich sagen, auch noch im Prozess. Also ich behandle mich auch noch weiter so. Mhm. Und dafür, dass ich seit meinem 15. Lebensjahr Tinnitus habe, ist es ja, sag ich mal, massivst chronisch. Also 30 Jahre lang, kann man sagen, hatte ich das. Und dass er jetzt immer noch besser und besser wird, halt, das ist schon auch, wie gesagt, schon super. Und da, ich sag mal, es ist jetzt so auf dem Niveau, wo ich schon so sagen kann, wieder, das ist Lebensqualität, ich kann gut leben halt so. Ne? Und, aber jetzt bin ich natürlich dran und sag, Mensch, okay, jetzt geht's nicht noch weiter. Jetzt willst du natürlich auch wissen, wie weit kann es sich noch verbessern. Genau, wie weit geht es, wie hoch geht es, ist natürlich auch dann Selbstversuch halt. Ne? Ja. So, auf jeden Fall. Was, ja, oder auch zur Demonstration, ne? Weil schulmedizinisch wird halt gesagt, ein Tinnitus in meinem Fall, der schon so lange besteht, der ist chronisch, der geht nie wieder weg und der ist halt im Hörzentrum verankert. Das heißt, er hat sich festgefressen wie so ein Schmerz. Ne? So, so ein Schmerzgedächtnis. So Schmerzgedächtnis ist das im Hörzentrum. Der ist gar nicht mehr im Ohr, sondern der ist wirklich dann im Hörzentrum. Und diese Sache ist in meinen Augen totaler Schwachsinn. Okay. So. Das heißt, du trittst sozusagen den Gegenbeweis an, kann man ich sagen. Ich trete den Gegenbeweis an, weil, und auch andere Patienten, man behandelt am Ohr, ich behandle nicht am Hörzentrum. Und der Tinnitus verändert sich. Er wird ruhiger, so, und das ist ein klares Indiz dafür, dass der Tinnitus auch nach Jahrzehnten weiterhin im Hörzentrum, also im Ohr liegt, in der Hörschnecke im Endeffekt, da erzeugt wird und dann letztendlich wahrgenommen wird im Hörzentrum vom Gehirn. Ja. Seit wann behandelst du denn selber Patienten mit Ohrproblematiken, sei es Tinnitus, Drehschwindel? Seit wann ich selber, das ist jetzt ungefähr... Ja, ist jetzt ein knappes Jahr, würde ich sagen. Ja, genau. Wie sind deine Erfahrungen? Also du wendest ja was an, was dir selber sehr große Leidlinderung verschafft hast und das bietest du anderen an. Wie sind deine Erfahrungen mit deinen Patienten, die du in diesem Jahr hattest oder hast? Ja, also ich habe im Endeffekt, sage ich mal, habe ich Fälle, wo es super ist, wo ich sage, Mensch, also sag mal, das Beste im Grunde genommen, wo man die besten Erfahrungen hat, sind Kinder oder aber auch Akutfälle. Das heißt, wenn Leute akuten Hörsturz haben, Ganz frisch ist, hat man über die Lasertherapie habe ich die besten Erfahrungen, dass ich dann teilweise zum Beispiel eine Frau hatte, die durch Hörsturz taub war auf dem Ohr, komplett nichts mehr gehört hat und die dann durch die Lasertherapie 10 Behandlungen hat die dann wieder auf 30 Dezibel Schwelle gehört, das heißt sie hat ungefähr 50 Dezibel Hörgewinn gehabt, konnte auch wieder auf dem Ohr hören. Mhm. So, das sind dann schon massive Verbesserungen, Veränderungen. Ja. Ich habe als Beispiel habe ich natürlich auch Patienten, das muss man auch sagen, wo ich dann sage, Mensch, da habe ich jetzt was gemacht, da ist nicht so viel passiert. So. Kommt auch vor. Ne? Okay. Es ist nicht nur, dass alle, die man behandelt, dass es wesentlich besser wird. So. Es gibt viele Fälle, wo es echt sich was tut, aber es gibt auch was, hatte ich eine, wo ich nicht weiß, ist es jetzt so angeboren, dass sich da nichts verändert, kann ich nicht so sagen. Aber es hat sich so nach den Laserungen jetzt in der ersten Zeit noch nicht so viel getan. Also kommt auch vor. Ja. Okay. Ja. Nun war ich ja vor, ich weiß nicht, wann war das, vor 4-5 Wochen auf einem Vortrag von dir. Ja. Und da hast du ja sehr, so sehr charmante Art und Weise erklärt, dass die erste Hilfe bei Tinnitus und auch zur Tinnitusprävention, dass sie ja sehr einfach, sehr kostengünstig ist. Vielleicht magst du kurz was darüber erzählen, weil das so, so herrlich unkompliziert war, was du da erzählt hast. Ja, also im Grunde genommen kann es jeder ausprobieren. Also im ersten Fall würde ich sagen, Tinnitus hängt ganz klar, wird ja in der Gesellschaft gesagt, das ist Stress. Das ist immer Stress. So, ne? Es ist innerlicher Stress oder da gerade Beruf, privat, was auch immer. Mhm. So. In erster Linie, was das Ohr ja macht, ist Hören und das Hören nach außen. Es vermittelt uns, die Schallwellen werden umgewandelt, aufgenommen und wir hören dann unsere Umgebung und nehmen die wahr. So, das ist das Erste. Und das heißt, das Erste, was halt für das Ohr auch schädlich ist, nicht dieser Stress von innen, sondern das Erste, was schädlich ist, ist der Lärm von außen. So. Mhm. Das heißt, die Welt ist auch immer lauter geworden, alle Menschen leben in der Stadt. Wenn man jetzt ins Restaurant geht, was voll ist, alles ist stylisch gemacht und da ist aber gar kein Schall, der irgendwo gefangen wird. Das heißt, es ist extrem laut und das über Jahre und Jahrzehnte sind die Ohren ziemlich gestresst und überfordert. Aber die sind so gut und so gut angelegt, dass halt nichts passiert. Weil die Menschen merken aber nicht, dass das Ohr, also die Hörfähigkeit langsam runtersinkt. So. Mhm. Und dass es immer schwächer wird. Und irgendwann passiert es dann halt, dass sowas wie Tinnitus und Lärmempfindlichkeit und auch Schwierigkeit auftritt. So. Und das ist immer auch ein Zusammenhang zu sehen über
über Lärm und der beeinflussen. Was jeder eigentlich sofort machen kann, ist, dass er sich schützen kann. So, ne? Einfach über Hörschutz, über Ohrstöpsel, wenn es laut ist, kann man sich schützen. Und wer das halt im Grunde genommen nicht glaubt, wie das beeinträchtigt, muss einfach nur mal am Tage, was weiß ich, ein, zwei Stündchen mal Hörschutz reinmachen, Ohrstöpsel. Wenn er die dann rausmacht, dann sieht er halt so, oh, wie laut ist denn das jetzt? Er hört, wie laut es ist. Wie laut es ist, er hört es dann halt. Und das, auch die Ohren, die Hörzellen erholen sich sehr gut in der Zeit, weil sie halt nicht beansprucht werden, dann mal eine Ruhepause haben. Und dann ist er halt sofort, merkt man halt so, oh Mensch, was ist da passiert? Hat sich ja total viel verändert. Das heißt, die Hörzellen erholen sich, wenn sie keine Lautstärken verarbeiten müssen sozusagen. Und genau. Können dann sich regenerieren. Das heißt, okay. Wir haben 25.000 Hörzellen und die sind angelegt einmalig halt mit der Geburt. Also die sind einmal da und die sterben mit uns. Im Endeffekt, es gibt keine Zellteilung. So über Haut oder Haare, ja. Die teilen sich ja die Zellen. Das heißt, die Regeneration findet über Zellteilung statt. Mhm. Und bei den Hörzellen halt nicht. Die haben aber deswegen, weil sie sich nicht teilen können, haben sie eine ganz hohe Regenerationskraft. Und diese hohe Regenerationskraft, die dient halt dazu, dass wir im Endeffekt auch unser Leben lang hören können und gut hören können, weil sonst sind wir ja im Grunde genommen Opfer. Wenn wir nicht unseren Tiger um die Ecke das Knistern nicht hören, dann sind wir ja halt Opfer laufen wir in Gefahr halt dann zu sterben. So. Und deswegen ist es wichtig und deswegen haben wir diese Regenerationskraft und das ist den meisten Menschen nicht bewusst, weil denen vermittelt wird, ja, sie hören jetzt halt schlechter. Das ist halt so und das ist in Stein gemeißelt und das ist es halt nicht. Das ist nicht in Stein gemeißelt. Das heißt, wenn das Gehör gedämpft ist und ich wirklich Hörschutz mache ohne eine sonstige Therapie, kann sich das Ohr sehr gut eigenständig regenerieren und erholen. Also Schutz ist schon ein Teil auch deiner Therapie. Ja. Das heißt, dein Patienten, so viel ich weiß, auch außerhalb, außerhalb der Lasersitzung ist die Hausaufgabe oder Auftrag wirklich vor Lärm das Ohr konkret zu schützen. Ja, ne? Das ist ein wichtiger Baustein. Ne? Genau, das ist ein ganz wichtiger Baustein, sich zu schützen vor Lärm, dass halt im Grunde genommen die Laserenergie auch unglaublich gut dann wirken kann und dann nicht diese verschwendet wird über Hörprozesse, die sich so im Alltag einfach dann da sind, immer gegeben sind. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und wer das halt gut berücksichtigt und einhält, wird auch gut Erfolg haben in der Therapie, definitiv. Okay. So, ja. Was sind deine Pläne oder hast du Pläne für die Zukunft? Also du hast gesagt, seit einem Jahr bist du dabei, Hörpatienten zu behandeln. Hast du Pläne oder machst du erstmal weiter? Wie ist so deine Aussicht? Ja, also natürlich mache ich so weiter. Also die Spezialisierung ist für mich jetzt schon so relativ klar, dass ich gerne halt mit dieser Thematik arbeiten möchte, weil mir das einfach am nächsten liegt, so, weil mich das unmittelbar selber betroffen hat, betrifft. Wenn man deine Geschichte einfach kennt, dann versteht man auch, warum du das machst. Ne? Ich bin da einfach sehr, sehr drin in dem Thema und dadurch, dass ich das Gefühl habe, dass einfach noch viel Aufklärungsarbeit da wichtig ist, weil viele da in dem Bereich nicht so Bescheid wissen, dass auch im Grunde genommen Lärm dafür verantwortlich ist, für diese Thematiken. Bin ich da, möchte ich das gerne weiter ausbauen, möchte gerne halt Patienten verstärkt behandeln und bin natürlich dabei, dass ich auch genau gucke, okay, bei dem hat es super angeschlagen, bei dem Patienten, beim anderen nicht so, was kann man noch machen, wie kann man die Therapie halt noch verbessern, optimieren, wie kann man es optimieren, wir sind ja nicht am Ende, es wird immer so gesagt, wir wissen alles, wir können alles, auch schulmedizinisch, wir sind so weit, aber ich denke, wir wissen viele Sachen noch nicht, ich denke mal, gerade Lichttherapie, ne, das ist die Therapie der Zukunft halt. Also die wird definitiv kommen. Ist ja auch schon an einigen Standorten, nicht in Deutschland, aber in anderen Ländern schon massiv im Kommen. Und das verändert sich auch. Dann gibt es vielleicht neue Geräte, neue Sachen, neue Informationen. Ich mache ja auch manuell, dass ich parallel manuell therapiere, also Teile von SE mit einbringe. Also das ist die Körpertherapie, die du vorhin erwähnt hast. Genau. Unterstützend, dass ich die mit einbinde, dass die Patienten, die ja sehr hochgefahren sind,
ne, das ist jetzt die Frage, ob es durch den Tinnitus ist oder auch schon vorher war, kann ich nicht beantworten, mag ich nicht so beantworten. Aber mit hochgefahren meinst du, dass das vegetative Nervensystem, dass das übererregt ist? Übererregt ist, ja. Und dass ich dann über diese Therapie eigentlich Patienten auch zur Ruhe bringe und dass sie ruhiger werden. Und Ruhe ist ja im Grunde genommen immer eine Sache, ob es Tinnitus ist, wenn ich einen Herzinfarkt habe, wenn ich Knieverletzung. Wenn das Knie dick ist, ist Ruhe und dass ich nicht so viel Stress habe, ist immer eine Therapiemöglichkeit, die auch gut ist, dass etwas heilen kann. So, ne? Es wird nur häufig leider beim Ohr nicht berücksichtigt. Das heißt, es wird immer beim Knie, wenn jemand zum Orthopäden geht und der hat sich das Knie verdreht, ist logisch, der Patient versteht es, der Orthopäde sagt, ja, Ruhe vielleicht, ne? Das Knie hochlegen wäre ganz gut, dass das Knie sich erstmal erholt. Beim Ohr, jemand hat einen Hörsturz. Wir müssen einmal die Bank hier, genau. Ja. Oh ja. Da machen wir nochmal einen Cut. So, also die Bank, die verabschiedet sich wirklich gleich. Ja, etwas klapprig. Sehr klapprig, ja. Also du hast gerade gesagt, dass Schutz präventiv, aber auch während der Behandlung das A und O ist. Schutz des Ohres in dem Fall. Genau. Ruhe, weil das Ruhe bedeutet für das Ohr und Erholung. Genau. Okay. Und das im Grunde genommen das Verständnis noch nicht so da ist bei den meisten. Also im Grunde genommen jede Verletzung, die ich habe, ob es Knie umgeknickt, verdreht, bin unten am Fußgelenk umgeknickt oder ich habe einen Herzinfarkt oder ich habe eine Grippe, ich bin erkältet, dann weiß jeder, okay, Stress reduzieren, Ruhe, das tut ganz gut. Beim Ohr ist das raus, die Geschichte. Also ich habe einen Hörsturz, da sagt kaum jemand, jetzt musst du dir mal Ruhe gönnen vielleicht, also auch aus dem Lärm rausgehen, weil das tut das Ohr ja. Und das ist nicht so im Fokus halt. Und das ist das A und O bei so einer Erkrankung, Innenohrerkrankung, ja. Tinnitus, Ruhe. Das heißt wirklich nicht nur innere Ruhe, sondern außen. Auch die äußere Ruhe. Die äußere Ruhe. Ja. Und ich würde auch, häufig ist es dann auch so, was den Menschen halt Stress macht. Manchmal ist es halt auch der Lärm von außen, der unglaublich den Körper in Stress versetzt. Ja, genau. Und da so kann im Grunde genommen jeder schon, der noch nicht was hat, kann vorbeugen, präventiv. Also vielleicht in einer Disco, in lauten Disco, Kneipen. Einfach. Da kann man einfach Ohrstöpsel. Mittlerweile sind die ja mit Lamellen, dass ich das alles genauso höre wie jetzt auch. Nur so, dass du Sprache verstehst, aber... Aber einfach 20 Dezibel leiser. Und so kann ich das Ohr einfach schon schützen. Ne? Ja. Fußballstadion, was weiß ich. Ja, stimmt auch. Eine gute, genau. Okay. Ja. Dann, mein Vorschlag ist, wir trinken jetzt so einen heißen Ingwertee. Ja. Mir ist nämlich kalt, Heizung ich glaube dir auch. Ja. Heizung aufdrehen, genau. Genau. Robert, ich danke dir erstmal sehr. Ja. Ich wünsche dir alles Gute für deine Praxis, viel Erfolg und dass du vielen Menschen helfen kannst. Und auch natürlich, dass du selber auch noch weiter an dir forschen kannst, im guten Sinne. Ja. Und ich freue mich, von dir zu hören. Danke. Okay. Tschüss, Robert. Tschüss.